Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir stehen ja immer noch vor der Aufgabe, den Flughafen betriebsbereit zu machen und den Straßenbau zu ermöglichen. Dazu brauchen wir hier die Schlacke. Die sollte jetzt aber so langsam hintransportiert werden, hoffe ich doch. Versuche mehr Schlacke anzuliefern. Hä? Netter Scherz. Er transportiert Lebensmittel. Er transportiert Stein. Ich kann den verschiedenen Waren keine Priorität geben, ne? Das ist ein bisschen doof. Ja, wobei der Stein ist jetzt gleich erstmal weg. Ah, das hat Stahl angeliefert, okay. Und nimmt Baumaterial mit. Sehr schön, Baumaterial, das brauchen wir nämlich da drüben. Da drüben. Was hat er dabei? Nichts. Ach, das haben wir neu auf die Linie genommen. Stimmt. Erholt. Und dann brauchen wir das Baumaterial hier in der Stadt. Und dann fangen die Leute an, unseren Flughafen bereit zu machen. Oh, ein Schiff müssen wir noch bergen, okay. Wir bergen es, um es dann kaufen zu können. Ja. Er hat Stahl dabei, okay. Stahl. Linie 5, Getreide, okay. Wo haben wir denn die ganzen LKW? Wie viel haben wir denn auf der Linie? Zwei, da haben wir nur zwei. Der transportiert gerade Kohle. Der hat null, den schicken wir mal ins Depot. Sehr schön, dann können wir den nämlich, steht der hier im Depot auch zur Verfügung? Nein, tut er nicht. Schade. Okay, dann können wir den doch wieder einsetzen. Depot. Dann können wir ihn doch wieder der Linie zuweisen. Das müssen wir dann anders machen. Dann müssen wir hier von Linie 5 mal einen abzweigen. Der kann ins Depot. Den weisen wir dann der Linie 2 noch zu. Dass wir da mehr LKWs draufkriegen. Und mehr transportiert wird. So, Frage ist, was nimmt er jetzt mit? Schlacke, sehr schön. Frage ist, in welchem Depot landet denn der eine LKW? Das müssen wir jetzt gerade mal im Auge behalten. Ich weiß es nämlich nicht, in welches der fährt. Wir haben sie von beiden aus starten lassen. Einige von dem hier und einige aber auch von dem anderen. Straßenbau ermöglichen.
Liefere Steine und Schlacke. Das machen wir jetzt. Mengen sind da keine angegeben, ne? So, du hast aber die Schlacke dabei, genau. Das sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir nur noch... Du lieferst schon ab. Sehr schön. Linie zuweisen 2. Straßenbau ermöglichen. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir noch den Flughafen in Betrieb bringen. Und wir brauchen den zweiten Anhänger noch, ne? Den brauchen wir dringend auch noch. Können wir uns jetzt aber bald dann noch kaufen. Müssen den dann nur kurz ins Depot. Achso, der hat schon beide Anhänger dran. Können wir noch Anhänger kaufen? Vier haben wir insgesamt, genau. Das heißt, dann können wir noch zwei Anhänger dazu kaufen. Da müssen wir dann gucken, dass wenn der Zug da einläuft, dass wir ihn direkt ins Depot schicken, sobald die Gäste raus sind. Der Autoverkehr hier eigentlich schon nachgelassen? Ich würde sagen, ja, oder? Was macht unser Baumaterial eigentlich? Ist es schon weg? Achso, der wartet da, okay. Gut, ja. Wo ist der Zug? Da. Die Chuchu-Bahn. Frei nach... So, sie steigen aus. Ab ins Depot. Tut mir leid, Leute. Aber, wir verlängern den Zug. Und dann geht's wieder weiter. Dann passen nämlich 80 dort rein und nicht nur 60. Nicht nur 40, Entschuldigung. Was liegt hier alles? Lebensmittelwerkzeug, Getreide, Eisenerz. Eisenerz? Warum liegt hier Eisenerz?
Hat der hier... Okay. Züge kaufen. So. Linie zuweisen. 11. Wieso transportiert der Eisenerz darüber? Wusste ich gar nicht, dass das eine Option sein könnte. Aber okay. Ah, unser Schiff läuft ein mit dem Baumaterial. Hervorragend. Er nimmt den Stahl mit. So, Baumaterial liegt jetzt hier. Das ist Linie 1, okay. Hier muss irgendwo noch einer auf der Linie rumtingeln. Und so einer, der das Baumaterial transportiert. Genau, Linie 13. Der Kollege. Wie sieht es hier aus? Bedarf. Also Kohle ist ordentlich da. Keine Vergrößerung geplant, er ist bei 200 maximaler Kapazität, okay. So, du nimmst das Baumaterial mit, sehr schön. Dann liefern wir das dahin. Wie viel brauchen wir denn? Wenn wir Costa Adige mit Baumaterial beliefern, werden jetzt die Einwohner eine Landepiste ins Gras trampeln. Mindestens 10% des Bedarfes. Okay. Bevölkerung 0%. Ja, das ist noch nicht so der Hit, aber das ändert sich dann jetzt. Das Depot da hinten greift leider nicht. Das Einzige, was wir machen könnten, ist hier noch ein Depot hin. Nicht Depot, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und die LKWs einen Schlenker fahren lassen. Das wäre noch eine Option. Können wir Straßen bauen? Ja, können wir. Das musste ich jetzt gerade erstmal testen. Nicht, dass ich hier das Ding dahin setze. Und wir die Straße nicht bauen können. So. Linie. Linie 1. Haltestelle hinzufügen. Was ist hier Nord? Und das ist der Haltepunkt, genau. Den da sollten wir beenden. Haltestelle hinzufügen. So. Dann könnte er nämlich auch Baumaterial mitnehmen.
Genau, dann fährt er nämlich hier zurück, fährt da lang, könnte das Baumaterial hier ausladen und fährt dann hierhin die Kohle holen. Doch, so ist das gut. Baumateriallinie 13 im Moment nur. Dürfte sich dann aber auch bald ändern. Oh, Flughafen betriebsbereit machen. Wir haben 7%. Sehr schön. Das wird doch. Wo ist denn unser Zug unterwegs? Da. Ah, mit 4 Zügen ist schon deutlich besser. Mit 4 Waggons ist schon deutlich besser. 80 von 80 Passagieren. Das heißt, sie wird angenommen, eindeutig. Wie viel warten hier? Was habe ich die Person angeklickt? 74. Die kriegen wir alle mit. Wenn die anderen alle aussteigen, zumindest. Oh, nur noch 5%. Bringt Baumaterial, bringt Baumaterial. Hoppla. Es ist immer noch nur auf Linie 13, ja. Linie 13. Die wilde 13. Schön alles mitnehmen, bitte. Ich fürchte, das nächste Baumaterial wird dann erst mit dem, wenn das Schiff wieder kommt. Der bringt Eisenerz. Der fährt in die Richtung. Stau. Stau am Hafen. Problem ist, ich bräuchte hier einen größeren. Das nächste Problem ist, wenn ich den vergrößere, ist die ganze Ware futsch. Und ich fürchte dann halt auch nicht nur von dem Hafen, sondern halt von allen anderen Stationen auch. Noch ein nettes kleines Café. Süß. Geschäftsgebäude. Braucht Werkzeug, Lebensmittel und Waren. Nachschubbewertung 0. Ah ja, der fährt weg, das ist gut. Der bringt Stahl. Der bringt ebenfalls Stahl. Und der die Steine, ne? Genau. Frage ist dann immer, wer nimmt was mit? Was haben wir denn für die Linie 12? Haben wir eine ganze Menge. Ah, da haben wir 8%, das ist gut. Jetzt ruckelt es übrigens auch nicht mehr. Das hatten wir ja in der letzten Folge ab und zu mal das Problem, dass es irgendwie stockte. Das Problem ist jetzt behoben. Ich weiß jetzt nicht, ob da nochmal ein Update kam oder. 107 Passagiere warten. Also die Strecke ist angenommen worden, eindeutig. Wo fährt er denn gerade lang? Dort. Der dürfte voll belegt sein, ne? Genau. Von 12 Busse, 4 von 4 Waggons, 1 von 1 Lok. Hier warten 33. Da die Bahnhöfe haben wir auch alle gleich doppelt gebaut. Dass wir da nicht das Risiko eingehen müssen, wenn wir die Strecke erweitern.
nachträglich anbauen zu müssen. Flughafen betriebsbereit machen, sehr schön. Dann können wir die Flugstrecke, haben wir die nicht sogar schon? Nein, haben wir nicht, konnten wir ja noch nicht. Neue Linie. Den da. Mit dem da. So. Das ist die Linie 14. Flugzeug haben wir ja da vor einer ganzen Weile schon gekauft. Unser fantastischer Präsident ist hochzufrieden mit unserer Leistung und wir dürfen unseren Kopf für den Moment behalten. Das ist zu gütig. So, ich sag da mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid dann auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir uns ins nächste Abenteuer stürzen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.